Gebote, Recht und Ordnung, wie geschrieben steht im Gesetz des Mose. Reverend Crone, ich hoffe, Sie haben einen Segen über unsere Stadt gesprochen. Ich habe eine ganz spezielle Whisky-Ladung gekriegt. Darf ich Ihnen davon einschenken? Barnes. Sie wissen doch, ich trinke nicht mehr. Aber ich habe noch einen ganz feinen Milden auf Lager. Da können Sie wohl kaum Nein sagen. Ihr Whisky, Mister. Ima, das ist Reverend Crone. Du weißt, diese Stadt hat eine ziemlich grausame Zeit hinter sich gehabt. Ich schreibe gerade ein Buch darüber. Jetzt sitzt du direkt an der Quelle. Die Chance würde ich mir nicht entgehen lassen. Der Junge versucht, sein Recht durchzusetzen. Gegen die Regeln. Freiheit. Ein Outlaw. Zwei Bankräuber und 5 Tote in einer Woche. Das waren gute Männer, die für ihr Land gekämpft haben. Und jetzt wurden sie einfach so ermordet. Indianer oder was immer die sein wollen, radikalisieren sich und stiften Unruhe. Eine Sprache, die wir nicht entziffern können. Und sie wollen, dass ich sie vertreibe. Um mit Ihren Worten zu sprechen, Walter, ja. Aber dafür gibt es $10.000 Kopfgeld und ein gutes Gewissen für Ihre Taten. Gibt es einen Anführer bei denen? Das ist noch ein Problem. Einem sind wir auf den Fersen. Aber immer wenn wir zuschlagen wollen, verschwindet er wie ins Nichts. Wir wissen nur, dass er jede Nacht kurz vor Mitternacht sein Haus verlässt, um seine grausamen Taten zu vollenden. Rudolf und Jimmy, ihr kontrolliert die Wohnung. Ich kümmere mich um alles andere. Thank you.
war das aber nicht abgemacht, Kopfgeldjäger. Flossen hoch. Und du glaubst wirklich, dass das funktioniert, Boss? Der Typ ist berüchtigt für seine Judas-Vorgehensweise. Weißt du, Thomas, wir Menschen haben das Dynamit davon. Eine Ratte wird niemals eine Rattenfalle bauen. Das ist gut, das ist gut. Und, ist alles sauber? Walter, was passiert hier? Was geht hier vor? Nur ein toter Siedler ist ein guter Siedler. Ein elender Mörder bist du, Walter. Die werden dein Land übernehmen und dich wie einen räudigen Hund am Baum aufknöpfen. Willst du das, du Feigling? Dann bin ich lieber ein Feigling, als wie ein dreckiger Mörder wie du, der unschuldige Menschen tötet. Das ist grausam. Seit diesem Tag habe ich mir geschworen, alles für diese Stadt zu tun, damit hier Frieden herrscht. Und wenn es mich das Leben kostet. Auf Sie, Reverend! Barnes. Laut der Legende soll dieser Mann einen sehr wertvollen Ring besessen haben, der bis heute noch verschwunden ist. Man sagt, der Ring soll als Schlüssel in fremde Welten dienen. Wissen Sie was darüber, Reverend? Existiert dieser Ring überhaupt wirklich? Ja, er existiert wirklich. Walter, verlasse diese Stadt in Gottes Namen. Der hat uns längst im Stich gelassen, als unsere Eltern in den Flammen schmorten. Vergessen? Komm mir nicht mit Gequatsche über Gott. Ach ja, unser alter Bruder Rudolf ist jetzt ein Mann Gottes geworden. Einmal Ratte. Immer Ratte. Mein Bruder ist tot. Mein Bruder hat seine Seele verkauft und unschuldige Menschen getötet. Verschwinde von hier. Die es auf unser Land abgesehen haben, die sich breit machen. Das waren keine Unschuldigen. Der Sheriff hat uns als Köder benutzt. Verstehst du das nicht? Deswegen hat er bekommen, was er verdient hat. Den Tod. Aber was viel wichtiger ist, der Ring. Ich glaube, der gute Sheriff war auch hinter diesem Ring her. Ständig diese Albträume, die mich plagten. Tag für Tag. Nacht für Nacht. Yes. Yes.
Etwas Unerklärliches verfolgte mich. Ich durchquerte weite Täler, düstere Wälder. Ich überquerte Berge und kletterte auf Ruinen. Ich tötete so viele Männer, ohne mit der Wimper zu zucken. Doch nie war ich dem Tod so nahe wie bei dieser Reise. Sultan Suleiman war sein ganzes Leben auf der Suche nach der Unsterblichkeit. Es erklärt also, warum er so mächtig wurde. Das heilige Buch, das ihn unbesiegbar machte. Doch dieses Buch funktionierte nur mit einem magischen Ring, der das Tor zum Multiversum öffnete. Ah, Zeitreisen also. Der Osmane war deswegen im Auftrag von Sultan Suleiman in unsere Zeit gereist, um das Buch zu finden. Was aber hatte das Buch hier bei uns in Forest Ranch verloren? Das musste ich unbedingt herausfinden. Ich muss euch leider alle enttäuschen. Denn dieser Ring hat mich dorthin geführt, wo ich heute bin. Wo alles ein Ende finden wird. Es spricht sich herum, dass ich im Forestgebirge sehr gut auskennen muss. Ist das so? Mr. Cron, im Namen des Gesetzes von Forest Ranch verhafte ich Sie wegen dreifachen Mordes. Und außerdem geht noch ein Banküberfall auf Ihr Konto. Marshall, bitte nehmen Sie die Waffe runter. Ich bedauere. Das geht nicht. Reverend Cron, das hier ist jetzt unsere Angelegenheit. Bitte mischen Sie sich nicht ein. Wir nehmen jetzt Mr. Cron mit. Der Marshall scheint mich nicht zu mögen, Bruder. Ich suche keinen Ärger. Der Ärger sucht mich aus. Marshall, Sie sollten besser mal nach draußen schauen. Ich glaube, da braucht Sie jemand dringender. Das wäre jetzt aber wirklich sehr schade, wenn etwas Schlimmes passiert. Es sei denn, jemand hat mir was zu beichten. Allah kahretsin. Neler oluyor kan ter içinde kalmışsın. Baba ne oluyor senin? Korkma dedim, korkma dedim. Oğul, sözlerimi iyi dinleyesin. Bu kitabı dinin gibi, imanın gibi koru. Başkalarının almasına asla müsaade etme. Al oğul. Baş üstüne baba. Oğlum, baba. Canım. Baba. Aradan asırlar geçmişti.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Haben Sie mir was zu beichten, Miss? Das wird dir aber nicht gefallen. Sie weiß, wie man das Spiel spielt. Ich bin ganz Ohr, Miss. Ich warte noch auf mein Kreuzzeichen, Walter. Kopfgeldjäger. Vater, der du bist. Wie geht das nochmal weiter, Bruder? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Amen. Baba, benim oğlun, Seyit Osman. Seyit mi? Oğlum, oğlum, Orhan Seyit mi? Orhan Seyit mi oğlum? Oğlum. Baba! Baba! Elimin direği Orhan. Orhan. Ocağım ateş düştü Orhan. Was hast du gemacht? Gib mir das Buch. Machen Sie die Tür auf, Sir. Hier spricht Ihr Sheriff Tom. Sie machen meiner Familie Angst, Sheriff. Es ist Mitternacht, verdammt! Wir sind einem Mörder auf den Fersen. Der Mann ist gefährlich. Das einzig Gefährliche in unserem Dorf sind Sie, Sheriff Tom. So, und jetzt ziehen Sie Leine!